Das einzigartige Kunstwerk seines Star-Wars-Helden an der Wand. Das wird sicher für Begeisterung bei Yannick sorgen. Vor dem Haus kündigt sich Schlag auf Schlag weitere Unterstützung an. Willkommen auf unserer Baustelle. Hallo. Hi, bin die Eva. Hallo, ich bin der Ralf. Hallo, Ralf. Hallo, Eva, wir kennen uns ja schon. Vom letzten Mal, genau. Ja. Sehr gut. Drin sieht es folgendermaßen aus. Das Schlafzimmer, die Ankleide, ist für euch vorbereitet. Da habt ihr die großen Schränke, die sind relativ aufwendig, wahrscheinlich auch für euch zeitlich, um die aufzubauen. Dann könnt ihr dort anfangen. Okay. Okay, und bis wann soll das hier alles fertig werden? Na, bis morgen. Bis morgen. Bis morgen Nachmittag. Okay. Haben noch ein bisschen Zeit. Noch viel Arbeit. Oh ja, ganz viel Arbeit. Die beiden Kleiderschränke werden sich gegenüberstehen. Und ihr seht diese Lüftungsgitter, die haben wir bewusst eingesetzt, weil dahinter ist das Haus ins Erdreich eingebaut worden und wir müssen für eine Hinterlüftung sorgen. Deswegen, die Schränke, die ihr gleich aufbaut, bitte nicht press vor diese Gitter stellen, idealerweise 10 cm. Mhm. Okay. Dann viel Freude. Dankeschön. Die Küche bauen wir normalerweise an Tag 6 auf. Weil es ist ja nicht nur der Küchenaufbau, es muss ja auch alles noch sauber gemacht werden, dekoriert werden. Und das ist ja auch noch ein Haufen Arbeit. Aber hier kommen wir tatsächlich in die Bredouille, dass wir an Tag 8 auch noch Küche aufbauen. Jungs, jetzt lasst uns mal gemeinsam überlegen. Das Schöne zu dem späten Zeitpunkt jetzt ist, wir haben schon mal die Farben der Textilien da, was manchmal nicht der Fall ist. Darauf können wir jetzt die Farben abstimmen. Okay. Jetzt haben wir ja erstmal diese Altbestandswände. Die hast du ja auch schon behandelt oder ihr beide. Und das heißt, wir müssen auch mineralisch weitermachen, dass wir keine Ausblühung haben. Deswegen haben wir hier Silikatfarbe. Wir haben ja hier diesen sehr präsenten Boden, der den Raum schon sehr kühl anmuten lässt durch die Farbtöne, die da sind. Jetzt ist eine Überlegung von mir, dass wir noch mal was Warmes reinbringen, Aprikotone zusätzlich. Fände ich gut. Ja? Ja. Nächste Frage, machen wir dann den Bestandsputz damit und legen noch mal einen Mintton hier rüber oder einen Blauton? Wie würdet ihr es machen? Jetzt eigentlich die Oberfläche kann in weiß bleiben. Da können wir mit dem Unterspielen mit normaler Farbe, weil das ist jetzt keine mineralische Untergrund. Das Schöne ist, wenn wir die Wand hier oben weiß ließen, dann geht das mit der Decke ineinander über und dann sieht man nicht, dass man nicht so viel Kopfhöhe hat. Ja, dann ist das wirkt das wesentlich höher, als wenn wir da noch mal einen Spiegel setzen. Ne? Ja. Okay, dann machen wir das so. So entsteht auch hier in den nächsten Stunden wieder ein einzigartiges Farbkonzept. Das Team wird nicht müde, das beste Ergebnis für Familie Königsberger herauszuholen. Wobei Schlaf immer noch ein wichtiges Muss bleibt. Du als Elektriker, Walter deines Amtes, mach bitte das Licht aus. Feierabend. Der Letzte macht die Tür zu. Jawohl. Lass doch den Sonnenschein in dein Herz hinein. Ja, für mich beginnt der 8. Baustellentag relativ entspannt. Das wird sich gleich ändern, denn wir müssen auf jeden Fall unsere Mannschaft unterstützen. Es stehen noch extrem viele Malerarbeiten heute an. Ja, die Küche ist auch noch nicht fertig. Die muss zu Ende aufgebaut werden. Möbel müssen aufgestellt werden. Manolo muss noch das Bad entmontieren. Die Heizung muss abgenommen Küche. Werden. Ach, das ist so viel. Dekoration, also packen wir es. Morgen, Ronny. Morgen. Vollgas. Ja. Dass wir jetzt unten die Paneele mit einem Farbsprühgerät lackieren können, ist natürlich auch ein Segen, weil es schnell geht. Wir hängen an allen Ecken und Stellen und die Verwandlung unten von diesem wirklich dunklen Eingangsflur in einen hellen, freundlichen Flur, das geht wirklich super schnell. Wir haben hier eine großartige Hilfe für Richard. Der muss aber jetzt gar keine Kisten Wasser mehr schleppen. Das Gerät hier bereitet das Wasser auf, filtert es, kühlt es und es macht sogar Sprudelwasser. Es werden nur die Kartuschen getauscht. Wenn die alle ist, einfach mal Kartusche tauschen und da hat er wieder mal enorm viel Liter Wasser zur Verfügung. Ist toll. Alter, ein heller Eingang. Ich bin sprachlos. Du bist sprachlos. Ja, und wir sind erst beim Flur. Ganz andere Eingänge. Noch vor einer Woche herrschte hier bedrückende Dunkelheit. Ich habe immer gesagt, wenn man die Türen aufmacht, das war immer alles so düster und ich kann gar nicht einladen. Aber das ist ja auch das Licht ist so richtig
Wieso Tageslicht? So, einen von euch beiden werden wir jetzt als erstes überraschen und das ist die Jennifer. Jetzt dreh dich mal um und schau mal die Tür und ja, kannst direkt reingehen. Oh mein Gott. Ist das dein Zimmer? Ja. Das ist ein Traum. Boah, Jenny, du bist hier als Prinzessin im Zimmer. Wahnsinn. Gefällt dir das? Ja. Das war hier eine riesen Baustelle. Ihr seht diesen Sockel, der entstanden ist. Ja. Der ist nicht ganz freiwillig entstanden, weil wir den ganzen Putz abschlagen mussten und das Ganze entfeuchtet haben und dann spezielle Platten verbaut haben, damit keine Feuchtigkeit mehr hier in diesen Raum reinkommt. Okay. Wir haben noch nicht erwähnt, was es mit dieser Wand auf sich hat. Wir haben hier eine Untersuchung gemacht, weil wir hier im Fichtelgebirge sind. Und im Fichtelgebirge ist oftmals ein erhöhtes Radonaufkommen. Radon ist ein Gas. Und ja, da wir hier auch einen erdberührten Bereich haben, hier im Untergeschoss sind und im Erdgeschoss, haben wir auch eine Radonmessung vornehmen lassen. Und diese Radonmessung hat ergeben, dass es hier einen erhöhten Radonwert gegeben hat. Und deshalb haben wir dort eine Absaugung eingebaut, die dann über die Außenwand in diesen hinteren Raum geführt wird und dann nach außen abgesaugt oder abgeführt wird. Also war es dann tatsächlich vorher gesundheitsschädlich? Absolut, ja. Wow, das hätten wir nie geschafft. Das Magst du das? Ja. Habt ihr euch denn eigentlich mal umgedreht und an die Fenster geschaut? Das habe ich sofort erkannt, ja. Wir haben eine Heizung. Ja. Und man spürt das auch, ne? Ja. Oh Gott. Schön warm. Eine richtige Heizung. Jetzt müssen wir nie wieder frieren. Nein. Nein. So kalt und trist wohnte Jennifer noch vor dem Umbau. Jennifers altes Kinderzimmer war damals so, die Möbel zusammengewürfelt, nicht kindermäßig. Und das ist jetzt warm und liebevoll. Ein warmer, traumhafter Prinzessinnenraum. Für meine kleine Prinzessin passend. Mir gefällt besonders das Hochbett und dass es hier drinnen warm ist. So, Richard, ich würde jetzt dir gerne die Heizungsanlage zeigen. Die befindet sich hinter der Garage. Janik, würdest du mitkommen wollen? Ja. Und ihr bleibt noch hier. Wir melden uns bei mir, oder? Ja, bis gleich. Da bin ich auch ganz sehr gespannt. Vielen Dank zum Wir haben hier eine sehr kompakte Heizungsanlage installiert. Wow. Das ist einmal das Gerät, das ist der Brennwertkessel. Das ist eine moderne Ölheizung. Die Öltanks befinden sich in dem Raum hinter Jennifer. Was wir euch auch noch mit auf den Weg geben, ist Öl für ein ganzes Jahr. Also das heißt, ihr könnt unendlich heizen erstmal. Das Wichtigste ist allerdings dieser Kessel. Der bereitet das warme Wasser. Und ich meine, wenn du dich daran erinnerst, was im Badezimmer vorher vorhanden war, hinter der Badewanne. Das war die größte Last für uns überhaupt, das Haus irgendwie im Winter warm zu halten. Und jetzt können wir wirklich erfreut im Winter gehen. Und ja, können es auch die Zeit mal genießen. Na? Wahnsinn. Kannst du dir nicht vorstellen. Wir sind im 21. Jahrhundert angekommen. Juhu. Hinter der Garage ist die Heizanlage, hinten im Keller sind die Öltanks und die sind für ein ganzes Jahr befüllt. Oh mein Gott. Danke. Oh, Eva, ich muss dich jetzt trotzdem mal kuscheln. Danke. Jetzt geht's nach oben. Jenny, magst du mitkommen oder magst du hier bleiben? Ich bleib hier. Für den Rest geht die Entdeckungsreise weiter. Oha! Das ist ja alles so hell. Wo ist meine Küche hin? Da war unsere Küche. Wo ist die Küche? Lassen wir erstmal außen vor. Okay. Wir gehen erstmal in Janiks Zimmer und zwar rechts. Das ist geblieben. Aber fällt dir was auf, Janik? Guck mal die Tür dir genau an. Ich glaube, das ist eher was Papa auffallen. Ja, du musst eher Richard auffallen, gar nicht hier. Ne? An erster Stelle ist mir ja hier der Durchgang schon aufgefallen, ja. Die Tür ist sehr hoch. Vorher sah es hier dunkel und grau aus. Überall war Holz. Oben, unten, genau. Wände. Jetzt ist es hell, einladend. Oh mein Gott! Es ist ja so geil! Wenn das mal nicht der Traum eines jeden Sternenkrieger-Fans ist. Das ist so cool.
cool geworden. Dankeschön. Da steht Terra, da steht auch dein Name. Boah, cool. Und Yannick, was ist hier verschwunden aus deinem Zimmer? Was fehlt, was vorher da war? Die Treppe. Die hat ja wirklich den gesamten Platz hier eingenommen. Wir konnten eine Verbindung im Obergeschoss herstellen und haben eine Tür dort eingebaut. Das ist ja ein Traum, weil so hat er nie Ruhe gehabt. Das gehört nun der Vergangenheit an. Jetzt kann Yannick in seinem eigenen kleinen Universum zur Ruhe kommen und Kind sein. Also mein Zimmer gefällt mir besonders hier, dieser Refrader, der ist voll gut gemacht. Ich bin von einer Skala von 1 bis 10 bei 100. Das ist das größte Geschenk. Das ist das größte Geschenk für uns, dass unsere Kinder jetzt so was Tolles bekommen konnten, was wir ihnen hätten nie leisten können. Ja, ihr habt natürlich auch euren eigenen Bereich. Geht einmal links rüber. Tschüss! Bis später! Es ist das Bad. Oh, wow! Und die Dusche! Wow! Das ist ja geil. Das ist optimales Bad, wo man auch wirklich gerne geht. Ja. Und ich liebe Blau und Türkis. Total unser Geschmack getroffen. Wunderbar. Unser Bad vorher war auch holzverkleidet. Alte Fliesen, total aus der Mode gekommen. Die Dusche, die war ziemlich hoch, also war schwer begänglich. Und ja, auch relativ schmal. Ja, das ist jetzt wirklich eine Traumdusche. Die alte Badewanne, ich konnte ja gar nicht reingehen, weil sie einfach viel zu schmal war. Und das ist jetzt wirklich, wo man auch mal im Winter sich entspannen kann, weil es ja auch warm ist, weil man ja auch hier eine Heizung haben. Und, ja, wir haben hier ein kleines privates Spa hier bekommen. Ob das noch zu toppen ist? Wow, ein Riesenschlafzimmer. Meine Fotos. Und viele Kuschelkissen für die Mami. Wahnsinn. Und da üben geht's auch noch weiter? Auf echt? Ja. Na, ist das mal eine mega Ankleide, oder? Und Stauraum? Ja, wow. Ist dir gar nicht aufgefallen, das ist mir sofort dieses große Schlafzimmer. Oh, Wahnsinn. Noch vor 8 Tagen schliefen sie im dunklen Dachgeschoss und das Bad war für Richard nachts schwer erreichbar. Jetzt liegt das Bad gleich neben dem gemütlichen Schlaftraum. Unvorstellbar, wie groß und was für ein tolles Schlafzimmer das ist. Ja, und der Highlight in diesem Zimmer ist das Bett. Ein Wohlfühlort für uns zwei. Ja. Es ist hier aus dem ehemaligen Wohnzimmer, aus einem Essbereich, das Schlafzimmer geworden. Das heißt, das Wohnzimmer, das Esszimmer fehlt und die Küche fehlt. Sollen wir die Kinder mal dazu holen? Ich hole Jenny. Ich hole Yannick. Und dann gehen wir gemeinsam rüber. Okay. Die neuen Gemeinschaftsräume müssen natürlich auch gemeinsam entdeckt werden. Oha! Wow. Ist das der Kracher? Jetzt ist das noch ein größeres Zimmer, wie vorher unser Wohnzimmer war. Und eine offene Küche. Ja. Und eine offene Küche, ja. In der ihr zusammen kochen könnt, wo Platz ist. Ha? Und was für eine Küche. Der Herd schaut auf Höhe, ich muss mich nicht mehr bücken. Auch die Arbeitsflächen. Allein hier in diesem Bereich könnten wir schon alle vier arbeiten und wirken. Gell, da können wir jetzt zusammen kochen. Ja. 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 Wir haben noch ein ganz besonderes Highlight, weil Richard, ich meine, du natürlich irgendwie, wenn du Getränke holen musst oder sowas oder Wasserkisten oder wenn ihr beiden irgendwie, dass ihr das nicht schleppen müsst. Wir haben einen ganz besonderen Wasserhahn. Schleppen ist nämlich ein gutes Stichwort. Das war nämlich Parole der Woche. Immer alles hier an der Seite, die Treppen hoch. Also haben wir wirklich gemerkt, was es bedeutet. Hier alles hochzubringen. Das ist dieser Wasserhahn, der hat die Möglichkeit, dass ihr dann auch sprudelndes Wasser bekommt oder gefiltertes Wasser. Was dann auch Trinkwasserqualität bekommt durch einen Filter. Wahnsinn. Okay. Unvorstellbar. Unvorstellbar, was ihr aus unserem Bad gemacht habt. Oder? Noch vor einer Woche glich die Küche einer Kombüse.
An gemeinsames Kochen war nicht zu denken. Jetzt kann die ganze Familie in der neuen Küche zusammenkommen und verweilen. Wir haben hier beide Wände entfernen können, die waren statisch gar nicht relevant. Das heißt, wir können hier einfach einen riesengroßen Raum auch umsetzen. Mhm. Und dann natürlich diesen schönen Wohnraum hier, den ihr dann auch für die gesamte Familie nutzen könnt. Ein Wohnzimmersofa, wo wir alle Platz drauf haben. Genau, und das ist total kuschelig. Die Rückenteile kann man auch noch mal verstellen. Kann man so vor- und zurückklappen. Ah. Ne? Wie man das beim Liegestuhl kennt. Das ist ja auch genial. Die Veränderung zum Wohnzimmer vor dem Umbau könnte kaum größer sein. Hier stehen in Zukunft gemütlichen Stunden nichts mehr im Wege. Ein wunderschönes Wohnzimmer. Jetzt haben wir hier überall Heizkörper an die Wände und das ist so hell und einladend. Mein Highlight ist alles. Also mein Highlight, die offene Küche, weil auch die ist jetzt viel breiter geworden. Und da können wir jetzt auch alle gemeinsam kochen und ich kann auch schön helfen. Vor allem wir zwei, gell? Ja. Auf ein tolles neues Zuhause. Bleibt nur noch auf den gelungenen Umbau und den Neuanfang anzustoßen. Auf euch und auf Zuhause im Glück. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns das ermöglicht habt. Ich heb mein Glas heute auf dich, denn wenn die Lichter verstummen,